Behaltet es. Ich will euer Geld nicht. Nur euer Ohr. Ich spüre es. Eine große Katastrophe wird sich im Norden abspielen. Das Tor ist in Gefahr. Ich verstehe nicht. Es wurde nicht grundlos versiegelt. Und nun versuchen die starrköpfigen Bestien, es aufzubrechen. Hört auf meine Warnung und haltet sie auf. Sie muss versiegelt bleiben. Vielleicht wäre die bessere Frage: Warum nehmt nur ihr es ernst? Ich habe früher... Ach, naja, das ist schon lange her.
Lieber Feodor, mögest du nun ewige Seligkeit erfahren. Feodor, was ist passiert? Oh Himmel, nein, nein! Was ich gesehen habe, so viel Wonne, so viel Schmerz. Ich brauche mehr. Was? Feodor, wie könnt ihr? Mehr! Bitte, folgt der Frau, die ihm das angetan hat. Mehr! 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 Es ist nicht überraschend, dass Feodor sich zu mir hingezogen fühlte. Doch ich gab ihm nur, was er wollte. Seine klägliche Seele wurde von Qual und Ekstase auseinandergerissen. Doch sein Fleisch ist unnachgiebig. Mischt euch nicht ein! Falls ihr auf eine Belohnung aus seid, nehmt den Dolch aus seiner Brust und lasst mich allein. Ist es normal, dass Fromme so enthusiastisch trinken? Ich schätze, ich kann es ihnen nicht verdenken. Guter Handel.
Segen des Vaters. Was benötigt ihr? Unerwartet. Auch zu Fuß, wie ich sehe. Ich werde für unsere Füße beten. Diese Pilgerreise war Ihnen nicht gnädig. Die verdammten Banditen reißen uns in Stücke. Ich kann da nicht mehr raus. Schon gut. Sagt einfach meiner Frau, dass ich eure Schicht übernommen habe. Ihr werdet sterben. Und sie wird mich töten. Die verdammten Banditen reißen uns in Stücke. Ich kann da nicht mehr raus. Schon gut. Sagt einfach meiner Frau, dass ich eure Schicht übernommen habe. Come on.
Marschieren nach Cor Valar. Wäre ich 2 Jahre älter, hätte ich meine Prüfung hinter mir und würde mit ihnen marschieren. Stattdessen bleibe ich. Eine Minimalbesetzung bewacht die Festung, bis die Ritter zurückkehren können. Du wärst stolz. Ich poliere jetzt keine Schilde mehr. Sie haben mir ein Schwert gegeben. Obwohl ich bezweifle, dass ich je einen Kampf sehen werde. Ich melde mich bald wieder. Edmund. Unsere neuen Rekruten erweisen sich als stark. Eine ist mir besonders ans Herz gewachsen. Ritterin Seliana Coste. Ihre Hingabe an den Glauben könnte selbst den dunkelsten Schatten des Zweifels aus den Köpfen tilgen. Ich kann gut mit ihr über jene reden, die ich verlassen habe, um dem Ruf des Lichts zu folgen. Auch sie musste ihre Familie zurücklassen. Meinen Sohn. Oh!
das Geld? Ich hab nichts zum Zahlen. Hilfe! Bitte! Mehr habe ich nicht.